meine Lieben, und es wird Zeit für ein ausführliches Kartenbild. Ich muss sagen, dass die letzten Zeremonien echt meine ganze Kraft genommen haben. Also es war so viel und so heftig seit dem Vollmond, dass ich wirklich nur die Zeremonien machen konnte. Also bitte habt da ein bisschen Nachsicht. Und dafür schauen wir aber jetzt umso intensiver rein, was die Karten uns verraten. Und wir fangen an. Direkt gleich als erste Karte liegt aber die Partnerschaft auf. Das Ganze dann im Reiter drin. Also hier geht es definitiv voran. Und zwar mit sehr viel Klarheit, mit sehr viel Energie. Und was man hier eben halt auch sehr gut jetzt sagen kann, dass das natürlich eine spirituelle Geschichte ist, die hier zwischen euch steht. Er beobachtet dich aus der Ferne, durch das, dass das Fernglas oder Looking Glass, hätte ich jetzt beinahe gesagt, eben im Schiff drin liegt, ja, geht es meistens über Medien oder so. Dann haben wir Gespräche, die reinkommen werden, die sehr, sehr, sehr positiv sind, ja, die dir Halt und Sicherheit geben. Auch jetzt beginnt für dich wieder eine ganz revitalisierende, regenerierende Phase, ja. Und der Berg in den Wolken sagt hier auch, dass jetzt deine Ängste, deine Unsicherheiten geblockt werden, ja. Und du erreichst jetzt eine ganz emotionale Tiefe, ja. Also man findet eine neue Quelle, die dir ganz klar einen Lichtblick in die Seele gibt. Das ist also schon mal, finde ich, sehr schön, ja. Relativ schnell kommt es zu Verabredungen, ganz zufällig, ganz plötzlich, ganz überraschend, ja. Man sieht auch, dass die Sorgen weniger werden bei dir und dass es mit ihm hier irgendwie ganz klar vorangehen wird, dass es Gespräche geben wird, dass man sieht, hier verliert er auch durchaus jetzt mal seine Ängste, seine Unsicherheiten, ne? So. Dann haben wir, das erste Treffen kommt ganz schnell, das zweite folgt auf den Punkt hinten raus, ja. Überhaupt, deine Spiritualität ist im Wachsen. Es gibt wirklich die Veränderungen, auf die du wartest, ja. Du kommst jetzt aus deiner Isolation, aus deiner Einsamkeit, aus deinem, das Gefühl, das du vielleicht jetzt auch hattest, dass das alles nicht so richtig läuft. Das wird sich jetzt definitiv verlieren. Also da geht es definitiv weiter, ja. Und der Fuchs schaut raus, das ist immer sehr gut. Man kommt jetzt in ganz ehrliche Gespräche hinein, ja. Auch Dinge, die bisher im Verborgenen waren, lüften sich jetzt. Er möchte dich sehen. Er weiß, dass du für ihn vorbestimmt bist. Er schaut hier direkt in den glückhaften Neubeginn hinein, ja. Und das Ganze schneller, als du erwartest. Also er nimmt jetzt wirklich Fahrt auf. Also das finde ich schon mal richtig, richtig positiv, ja. So, dann haben wir in jedem Falle hier eine Stabilität, die erreicht wird. In der Liebe geht es ganz deutlich voran, und zwar in Richtung Stabilität, ja. Die Veränderungen, die du dir wünschst, die kommen hier jetzt, ja. Also gerade eben so diese, das was wirklich so da war, dass man sich zurückgehalten hat, dass du nicht gewusst hast, woran du bist, das wird sich jetzt alles definitiv verlieren. Und da geht es also in die ganz stabile und schöne Richtung hinein. Also ich muss dir sagen, hier vom Kartenbild her sieht es schon mal richtig, richtig gut aus. Also ich glaube, dass wir hier wirklich jetzt einen Fortschritt erwarten können, dass jetzt diese heftige Konstellation auch durch ist. Für wen ist es am ehesten gültig? Für die Löwen, also Sonne im Löwe, Mond im Löwe oder Aszendent im Löwe. Für die Krebse gilt das Ganze und für die Wassermänner. Also das sind die drei Zeichen, die am ehesten von diesem Reading hier jetzt betroffen sind, wo sich die Dinge am meisten umsetzen oder wenn dein Gegenüber eines dieser Zeichen ist. Freu dich drauf. In diesem Sinne, mucho, mucho amore.